Moinsens, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir und wir machen ja auch gleich weiter, so wie Sie letztes Mal gesagt haben. Wir gehen jetzt nämlich hier in den Steilpass. Den oder den? Camper sind immer besser. Der Steilpass ist zu schwer zu Fuß, um zu trainieren. Blablabla. Stimmt, ihr könnt mal eigentlich noch ein bisschen trainieren, wenn wir dann Lust haben. Ist aber nicht nötig, da ich trainiert genug bin. Den hier habe ich immer gerne übersprungen, wie ich es jetzt gerade auch getan habe. Genau deswegen. Nein. Nein! Mach ihn. Ja, möchte ich. Muntier, du hast auch mal wieder was verdient. Kratzer tot. Volltreffer, ich bin stolz auf dich. Nochmal Kratzer. Und da ist das Auto. Ich mach mal ein bisschen leiser. So. Ja, wir sind in Bad Lavastadt. So. In Minecraft werde ich dann jeden Dialog lesen, den es da gibt. Kapiert jeden Dialog lesen, den es in Minecraft gibt. Ich habe auch abgespeichert da oben. So, hier nehmen wir natürlich auch jedes Training mit. Und die Arena-Leiterin dürfte. Oh, 40. Nice. So. Ich dürfte es noch ziemlich gut kennen, aber ich möchte trotzdem. Genau, jeden mitnehmen. Wir hatten Kecleon. Was machen wir zuerst? Lehmschuss. Wenn es überlebt hätte, hätten wir Lehmkugel gemacht. So, wieder Trainer. Obwohl die Bergsteigermusik haben. Lehmschuss. Nein, Lehmschuss. Nein. So. Hier war es das nächste. Hier war es das nächste. Oder? Nein, war es nicht. Also nochmal hier hin. Danach hier hoch. Danach hier hoch. Ach, nein, blöd. Ja, genau, man muss nämlich hier hochlaufen dann. Dann hier hoch. So, wo ist der Trainer? Da. Kampf. Linschuss. Tor. Gut, perfekt. Linschuss. Nein, Linschuss. So, und da ich jetzt gerade keine Lust habe, den ganzen Spaß jetzt nochmal abzulaufen, machen wir einmal Safe Game. Nein, so nicht. Auf der 1. Oh, es laggt. So, jetzt läuft's. Okay, ich bin richtig gelaufen. So. Oh, die. Egal, ich sag's nicht. Bam, bam. So, also ja, zwei Schneckmark und ein Quirtle. Die Schneckmark, seht ihr ja, machen wir hier gerade mit links weg. Eins nach dem anderen ist down. Komm schon, level up. Aber jetzt kommt noch eins. Eins nach dem anderen geht hier flöhen. Das Quirtle regt einen hier am meisten auf. Aber mit Sandplex ist das hier kein Problem. Einfach mal eine Lehmbrühe. Und da ist es auch schon down. Und da haben wir es geredet und haben gewonnen. Am vierten Orden. So einfach geht es. Angriff plus 4. Nice. Ich glaube. Also ich bin ja auch nicht mal. Ich versuche jemanden zu sein, aber ich gehe auf meine Art jetzt für verdient. 5600. Hitze und Papadia und Hitzekoller. Ja. So. Ja, vierte Arena haben wir jetzt hier geschafft. Jetzt kommt noch Maike. Also, wir haben uns noch nicht gesehen. Ah, jetzt hier. Wüstenglas. Ja, jetzt können wir auch in die Wüste.
Ach, genau, jetzt weiß ich wieder. In der 5. Arena bei unserem Vater. Da hat mir Geduld einen Arsch gerettet. Da hat mir echt einen Arsch gerettet gegen das eine Leta King. Weil da hatte ich einen Powerpunch ausgehalten, dann hat das Vieh gepennt und dann war ich wieder dran und dann hatte ich das so reingehauen, das Vieh war down und ich hatte es gewonnen. So hat es dürfen den ganzen Weg. Okay. Blöd, es regt mich gerade auf. Ihr wisst nicht, was ich jetzt auch nicht sage. Es regt mich auf, es regt mich auf, es regt mich auf, es regt mich auf. So, wir haben ja hier die tolle Erfindung namens Rad bekommen. Die Route haben wir ja, sonst hätten wir die jetzt haben müssen. Du. Lass mal rein. Nein, das fühlt sich so unangenehm an. Ganz kurz. So. Swoosh. Swoosh. Also von dem kriegen wir ja bla bla bla. Tschüss. Swoosh. Swoosh. So. Oder. Ja, wir gehen jetzt zurück nach Blütenburg. Das ist eigentlich die einzige Arena, zu der man sofort kann, nachdem man die Pferde gemacht hat. Genau, das machen wir jetzt auch gerade. Da werde ich natürlich auch jeden besiegen. Weil die sind einfach keine Herausforderung. So. Und hoch hier. War ich im Pokémon Center? Muss, oder? Jo, war ich. Perfekt. Also, gehen wir hier rein. Und das sind wir dann auch hier schon. Und machen wir gleich mal die ganze Arena platt. Da ist es tot. Die Arena ist, glaube ich, wie so ein Teil aufgebaut. Also, hier unten ein Raum, das ist der Eingang. So, dann kommen hier zwei Räume, danach kommen vier Räume, dann wieder zwei und dann wieder einer und das ist dann der Arena-Leiter. So war das, glaube ich. Aber Linschuss wollte ich jetzt mit der Welt, ja, sowieso. So, hier gehen wir rein. Genau, sage ich doch. Jetzt sind hier nämlich vier. Nee, drei sind jetzt hier. So. Ist mir eigentlich scheißegal, was auf diesem Tür hier drauf steht. Ich mach sowieso beide kaputt. Ich mache alle kaputt. Aber den Schuss, bei dem Pool brauche ich noch. Aber auf Level 41 dürfte die Arena jetzt hier eigentlich auch kein Problem mehr werden. Gut, das ist der Sengo. Das machen wir jetzt noch so. So, und da haben wir nochmal ein Level up, bevor wir zum Arena-Leiter kommen. So, gegen die haben wir noch nicht. So. Hier. Arena-Leiter. Ich weiß nicht, ob wir den noch anfangen. Den fangen wir noch an. Ich speichere erstmal. So. Ich weiß nicht, ob wir den in einer Minute schaffen. Werden wir es wahrscheinlich nicht. Oh, genial, genial, genial. Trotzdem tot. Ja. Schweibini. Damit du nämlich nicht einschlafen. Und schauen sie mal down. Das ist eigentlich so mies, die Arena. Wurde überrollt. Und ein Volltreffer. Komm, mach ihn her. Komm. Und da ist es down. Wir haben ihn besiegt. So, jetzt erzählt er uns noch was. Blablabla. Genau, richtig. Zack, zack. So, pünktlich. Tschüss.